Hey Freunde, herzlich willkommen auf Pandido TV. Heute Peter im Gefängnis. Viel Spaß. Jetzt haben wir so viele Spielsachen mit. Jetzt weiß ich gar nicht, womit wir zuerst spielen sollen. Vielleicht erst mit dem Drachen und dem Boot? Und dann können wir ja später mit dem Auto ein bisschen rumlaufen. Okay, das klingt nach einem guten Plan. Die tapferen Seemänner werden von einem großen Drachen angegriffen. Oh nein. Das ist ja ein cooles Auto. So eins habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und nicht bekommen. Der braucht das bestimmt nicht so dringend wie ich. Ja, so ein cooles Auto. Hey, das ist mein Auto. Man nimmt sich nicht einfach das Spielzeug von anderen, ohne zu fragen. Gib mir das sofort zurück. Hä, was meinst du? Das ist mein Auto. Vielleicht hast du ja das gleiche. Nee, das ist mein Auto. Da vorne steht doch sogar mein Name drauf. Ach, Quatsch. Doch, da steht's doch. Benny. Ja, ich bin Benny. Quatsch, ich kenne dich aus der Schule. Du bist Peter. Benny ist mein zweiter Vorname? Das stimmt doch gar nicht. Du lügst. Gib mir sofort mein Auto wieder. Nö. Was willst du denn machen? Die Polizei rufen? Die verhaften doch keine Kinder. Das ist mein Auto. Hey, bleib hier. Hey, der hat einfach dein Auto geklaut. Ja, was mache ich denn jetzt? Hey, du hast doch ein Handy. Du könntest doch wirklich die Polizei anrufen. Stimmt. Der hat das immerhin geklaut. Hallo, ist da die Polizei von Pandido City? Ja, ich möchte einen Diebstahl melden. Ich bin hier auf dem Pandido City Spielplatz. Gut, ich warte. Danke. Das ist so cool. Oh Mann, der spielt einfach so mit meinem Auto rum. Keine Sorge, die Polizei kommt bestimmt gleich. Hey Jungs, hat jemand von euch die Polizei gerufen? Oh ja, hallo, das war ich. Gut, dass Sie da sind. Wie kann ich helfen? Naja, der Junge da hinten hat mein Spielzeugauto geklaut. Ja, ich hab's genau gesehen. Ach, der Junge da? Na, ich sehe schon, der ist schon bei der Polizei bekannt. Keine Sorge, ich hole dir dein Spielzeugauto zurück und er wird seine gerechte Strafe bekommen. Yay! Hallo, Peter. Na, Toni Räuberschrick, wie kann ich Ihnen helfen? Ich habe gehört, dass du dieses Auto geklaut hast. Und ich möchte, dass du es sofort zurückgibst und dich entschuldigst. Hä, was aber? Das ist mein Auto. Ach ja, kannst du das auch beweisen? Also da steht mein Name drauf? Ach ja, ich kann da nur Benny lesen. Vom letzten Mal weiß ich noch, dass du keinen Doppelnamen hast. Du heißt Peter, also gibst du es dem Jungen zurück? Oh, na gut, wenn's sein muss. Hier, hast du das Auto wieder? Na geht doch. es tut mir leid. Ich hoffe, du machst sowas nie wieder. Das war ganz schön gemein. Komm, wir gehen. Okay. Und danke, Herr Räuberschreck. Keine Ursache. So, und was mache ich jetzt mit dir? Eine Verwarnung vielleicht? Ich habe daraus gelernt, wirklich. Die letzten Male hast du nicht daraus gelernt. Ich denke, wir müssen jetzt mal andere Maßnahmen ergreifen. Nee, ich habe wirklich daraus gelernt. Wirklich, wirklich, wirklich. Tut mir leid, das kann ich dir nicht glauben. Aber du wirst daraus lernen. Das verspreche ich dir. Komm mit mir zum Auto. Wir fahren jetzt erst einmal zur Wache. Zur Wache? Soll meine Mama dann dahin kommen? Nein, Peter. Du bist hiermit verhaftet. Was, verhaftet? Aber sie dürfen gar keine Kinder verhaften. Ich bin noch zu jung. Ha, das glaubst du. Aber es gibt jetzt ein neues Gesetz. Und das sagt, ich darf dich sehr wohl verhaften. Was? Oh nein, das habe ich nicht gewusst. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Na los, wir fahren jetzt zur Wache. Und dann lernst du kennen, was mit den Verbrechern geschieht. Ah, wie gut, dass wir eine neue Lieferung an Sträflingskleidung bekommen haben. So langsam wurde es ein wenig knapp. Hey, Officer Weasley. Na, Toni, bringst du etwa jemanden neuen? Ja, genau. Darf ich vorstellen? Ein Kandidat für unser neues Programm. Na, ich sehe, aber die Sträflingskleidung für die Kinder ist leider noch nicht angekommen. Er muss dann erstmal eine für Erwachsene anziehen. Ach, das ist kein Problem. Er wächst da ja noch rein. Hä, was soll das denn heißen? Ach, das wirst du schon früh genug sehen. So, ich muss jetzt noch ein paar Dinge erledigen. Ich übergebe dich jetzt an Officer Weasley. Er wird dir die Sträflingskleidung geben und dann kommst du auch schon in deine Zelle. Ach, sie blöffen doch nur. Ach, meinst du? Wir sehen uns dann später. Ja, okay, Toni, ich habe alles im Griff. Ich bin wirklich gespannt, ob dieses neue Programm funktioniert. Na dann komm mal her. Ist das wirklich nötig? Na klar, du kriegst jetzt erstmal die Sträflingskleidung. Stell dich hier hin. So? Ja, genau. So, das war's dann auch schon. Hä? Die Sachen sind mir doch viel zu groß. Ja, die neuen werden erst noch geliefert. Aber das muss jetzt erstmal reichen.
Na los, komm mit, ich bring dich jetzt in deine Zelle. Na gut. Na los, nicht trödeln. So, Kleiner. Und Rainer, das ist jetzt deine Zelle. Na gut. Das Essen wird um 6 gebracht, also bis später dann. Und melde dich nur, wenn es wirklich Probleme gibt. Ich hätte nicht gedacht, dass sie wirklich ernst machen würden. Hey, Kleiner. Wer sind Sie denn? Ich bin Tom. Ich hatte schon lange keinen Mitbewohner mehr hier. Wieso stecken die denn ein Kind zu einem Erwachsenen in die Zelle? Ich dachte, es gibt jetzt ein extra Kindergefängnis. Oh, du bist hier im extra Kindergefängnis. Als ich hier hingekommen bin, war ich auch noch ein Kind. So alt wie du. Ich habe damals einem anderen Kind das Spielzeug geklaut und bin danach verhaftet worden. Und seitdem sitze ich meine Strafe hier ab, weil ich nicht einsehen konnte, dass ich einen Fehler gemacht habe. Das Kind brauchte das Spielzeug nicht so dringend wie ich. Oh, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Nur deswegen bist du so lange hier? Musst du denn nicht zur Schule oder so? Oh, die gibt es hier drin. Ich muss hier zur Schule und weil ich nicht raus kann, muss ich den ganzen Tag Hausaufgaben machen. Und zu essen gibt es nur gesunde Sachen. Spinat, Brokkoli, Rosenkohl. Oh, schrecklich, sag ich dir. Süßigkeiten gibt es auch nur zu Weihnachten. Aber auch nur, wenn man wirklich brav war. Das ganze Jahr über. Was? Das klingt ja schrecklich. Und das alles nur, weil du nicht einsehen kannst, dass das mit dem Spielzeug was Falsches war? Ganz genau. Vermutlich komme ich hier niemals wieder raus. Oh, ich will nicht hier im Gefängnis versauern. Das ist doch total schrecklich und langweilig. Hey, hallo. Ich sehe es ein, das, was ich gemacht habe, ist falsch. Lasst mich hier bitte wieder raus. Ich klaue nie wieder einem Kind das Spielzeug. Was höre ich da? Bist du dir da sicher? Ja, ganz, ganz sicher. Ich schwöre hoch und heilig, dass ich das nie wieder machen will. Na gut, dann lasse ich vielleicht doch nochmal Gnade vor Recht ergehen. Oh, danke. Na komm mit, dann bringe ich dich jetzt noch zu deiner Mutter. Okay, ich bin jetzt auch ganz artig, versprochen. Darf ich das jetzt wieder ausziehen? Ja, das darfst du. Ich bin froh, dass du deinen Fehler eingesehen hast. Na komm, ab nach Hause. Okay. Hagrid, kannst du wieder rauskommen? Haha, das hat ja wunderbar geklappt. Diese neue Taktik funktioniert wirklich gut. Ja, ich hoffe, Peter hat endlich seine Lektion gelernt. Sonst muss er halt doch nochmal in diese Zelle kommen. Anders lernt er es wohl nicht. Das stimmt. Wollen wir da Mittagspause machen? Na klar, erstmal ein Käffchen trinken. Hey Leute, was meint ihr? Hat Peter seine Lektion diesmal gelernt? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich hoffe, dass wir diesmal etwas erreichen konnten. Und wenn ihr keine Playmobil-Geschichte mehr verpassen möchtet, dann abonniert doch den Kanal. Klickt dazu einfach auf den roten Panda-Kopf hier oben links im Bild. Und weitere spannende Abenteuer aus Bandido City gibt es hier rechts im Bild. Schaut aber vorbei. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao!